Unsere Gewässer. Lebensraum für zahlreiche Fischarten wie den riesigen Huchen oder die winzige Koppe. Viele von ihnen sind bedroht. Sie zu schützen, ist eine große Aufgabe. Der Schwäbische Fischereihof Salgen verfügt über eine hochspezialisierte Fischzucht. Die Arbeit geht ohne Pause rund ums Jahr. Vom Winter bis ins Frühjahr ist die Laichzeit von Bachforelle, Seeforelle oder Huchen. Mit besonderen Strategien wird der Grundstein für eine nachhaltige Zukunft dieser und anderer bedrohten Arten gelegt. Damit wir nicht in unserer Fischzucht auf die Fischzuchtbedingungen selektieren und die Fische herausholen, die sich am liebsten sozusagen im Teich aufhalten, gehen wir immer wieder raus in die Bäche, wo wir erwarten können, richtig wilde Bachforelle mit wilden Bachforellengenen zu fangen und bringen die immer wieder hinein, auch in unseren Zuchtstamm, um diese genetische große Vielfalt zu erhalten. Die Fische sollen so schnell wie möglich in ihr Element zurück. Deswegen werden direkt vor Ort die Eier, der Rogen und das Sperma, die Milch, entnommen. Über 2000 Eier kann eine ausgewachsene Bachforelle abgeben. Viele gesunde Weibchen sind der Schlüssel zum Erfolg. Denn um alle Eier zu befruchten, genügen ein paar Tropfen Sperma eines Männchens. Erst wenn Wasser dazukommt, schließt sich die Eihülle und der Embryo kann sich entwickeln. Doch bis die Jungfische schlüpfen, sind noch viele Hindernisse zu überwinden. Schon ein krankes Ei kann alle anderen infizieren. Beim Aussortieren darf man gesunde Eier nicht berühren. Sie sind zu empfindlich. Nur mit wochenlanger Präzisionsarbeit erzielt das Team des Fischereihofs 100-mal höhere Schlupfraten als in der freien Natur. Mindestens ein Jahr dauert es, bis der Nachwuchs seine Größe erreicht hat, um in der Wildnis gute Überlebenschancen zu haben. Dann wird er in Bächen und Flüssen ausgesetzt. Dieser große Aufwand ist dringend notwendig. Ohne die Bestandsstützung, ohne die Wiederbesiedlung, würden wir viele Fischarten heute nicht mehr in den Gewässern haben. Doch Besatz allein genügt nicht mehr. Denn alle Fischarten brauchen für die Fortpflanzung einen intakten Lebensraum. Gefährdet sind vor allem Kiesleicher wie der Huchen. Staustufen und Kraftwerke hindern den Fluss, Kies zu verschieben und zu zerkleinern. Die Fischereifachberatung initiiert deswegen Renaturierungsprojekte oder Kiesrückführung. Sie berät Kraftwerksbetreiber und Behörden wie an der Iller. Es gibt hier keine andere Möglichkeit. In anderen Flüssen, an anderen Situationen, kann man den Kies auch, zumindest teilweise, durch Seitenerosion gewinnen. Man lässt den Fluss graben und an den Ufern sich den Kies selber holen. Aber in dem Schluchttal hier geht das nur sehr, sehr, sehr eng begrenzt. Weil Fischarten kilometerweit für die Paarung wandern, müssen Wehre und Kraftwerke umgebaut werden. Doch ob diese Umgehungen, die Fischtreppen, den Bedürfnissen aller Arten entsprechen, ist kaum erforscht. Deswegen entwickelte die Fischereifachberatung an den Iller Staustufen mit den Lechwerken und der Universität Augsburg Hebeanlagen. So können Fische schonend gezählt werden. An jeder Staustufe erhalten sie eine andersfarbige Markierung, um die Wanderung nachzuvollziehen. Die Umgehungsbäche sind zwingend notwendig für den Erhalt von dem gesamten Ökosystem im Fluss. Das ist eine völlig unverzichtbare Säule, um das ganze Leben, die Artenvielfalt in unseren Flüssen zu erhalten. Das Ziel: funktionierende Fischtreppen müssen zusammenhängende Wanderungen von über 50 Kilometer möglich machen. Um die Bestände zu schützen, braucht es Teamwork. Die Fachberatung für Fischerei des Bezirks Schwaben überwacht nicht nur die Umsetzung von Schonvorschriften. Sie berät Züchter, Vereine und Genossenschaften kostenfrei zu allen Fragen rund um die Fischerei. Denn Angler und Fischer sind langfristig nur in einem intakten Ökosystem erfolgreich.
Die Fachberatung hilft und berät nicht nur bei Besatzmaßnahmen. Sie fördert über den Bezirk zusammen mit dem Fischereiverband Schwaben nachhaltige Projekte zum Artenschutz und zum Erhalt der Artenvielfalt, wenn die Projekte dem Wohlergehen der Wasserbewohner helfen. Die am stärksten bedrohten Arten sind in Gefangenschaft nur schwer zu vermehren. Ihren Bestand zu sichern ist nicht einfach, denn um zum Beispiel paarungsbereite Nasen zu fangen, hat man nur wenige Stunden im Jahr. Bei Wassertemperaturen um 12 Grad. Das Problem, die Klimaerwärmung hat die Natur aus dem Rhythmus gebracht. Noch vor 20 Jahren ließ sich die Paarung fast auf den Tag genau vorhersagen. Heute schwanken die Temperaturen so stark, dass sich die Eiablage um Wochen verschiebt. Das betrifft die Wasserstände, aber eben auch die Wassertemperatur. So wie die Temperatur den Laichvorgang auslöst, ist sie natürlich auch mit entscheidend, wie viel Sauerstoff ist denn in so einem Fluss gelöst. Und je wärmer das Wasser wird, desto weniger Sauerstoff ist drin. Um zumindest punktuell Abhilfe zu schaffen, müssen begradigte Flüsse renaturiert werden. Die richtige Uferbepflanzung senkt Wassertemperaturen um bis zu 7 Grad. Auch bei solchen Maßnahmen hilft die Fischereifachberatung. Im April paaren sich die Nasen. Die weißen Punkte sind ihr Hochzeitskleid. Um die stark bedrohte Art zu retten, betreibt der Fischereihof viel Aufwand. Zum Fischfang nutzt das Team die Leitfähigkeit des Wassers. Beim Elektrofischen werden die Tiere mit Strom leicht betäubt, schonend gefangen und untersucht. Die Fische erholen sich schnell und können zurückgesetzt werden. Nach tagelangen Versuchen ist es soweit. Die reifen Eier strömen unter sanftem Streifen sofort aus dem Bauch. Vorsichtig wird das Tier sofort zurückgesetzt. Von einem Männchen wird das Sperma, die Milch, entnommen, um die Eier zu befruchten. Mehr als 700.000 Naseneier bringt das Team nach wochenlanger Arbeit dieses Jahr im Fischereihof Salgen zur Erbrütung. Der Nasennachwuchs ist extrem empfindlich. Deswegen strömt pausenlos sauberes Quellwasser durch Spezialgläser. Ständige Kontrollen sind nötig. Über ein ausgeklügeltes Leitungssystem schwimmen geschlüpfte Fische in neue Becken. Man darf die empfindlichen Winzlinge nicht berühren. Eine der absolut schwierigsten Arten in dem Zeitpunkt vom Schlupf bis letztendlich zum adulten Fisch. Auch in den neuen Becken brauchen die Brütlinge viel Pflege. Mit einer Feder wird geprüft, ob tote Tiere am Boden liegen. Sie müssten sofort entfernt werden. Ein spezielles Futter aus mikroskopisch kleinen Krebsen züchtet das Team selber. Mit diesem Aufwand sichert der Fischereihof die Zukunft vieler vom Aussterben bedrohter Arten. Denn von Salgen aus wird der Nasennachwuchs an Fischereivereine verschickt. Dort verteilen ehrenamtliche Helfer sie auf unzählige Flüsse, in denen es seit Jahren keine Nasen mehr gibt. In Salgen werden auch die empfindlichen Huchen, Seeforellen, Aalrutten oder Eschen und bedrohte Kleinfische vermehrt. Bei der Lieferung wird die richtige Besatzgröße für jede Art an das jeweilige Gewässer genau abgesprochen. Nur so sind Artenhilfsprogramme erfolgreich. Der Fischereihof Salgen ist auch Zentrum für Umweltbildung. Mehr als 2000 Schüler im Jahr lernen, wie vielfältig das Leben im Ökosystem Fluss ist. Diese Welt erleben viele Kinder zum ersten Mal. Noch nie sowas. Darum bin ich auch sehr aufgeregt. Ich finde das sehr spannend, finde ich. Ich finde das cool. Ich bin am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber wenn die ersten Tierchen fangen, dann sind die eigentlich Feuer und Flamme. Einen Tag Natur hautnah zu vermitteln, ist das Ziel. Ich hatte nur ein bisschen Angst davor, dass die Tiere sich so an mich ansaugen oder so, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt keine Angst mehr. Die Tierchen sind nicht giftig, die stechen auch nicht. Und das macht ihnen richtig Spaß dann.
Vom Bach geht es mit der Beute ins Labor. Der erste Blick durchs Mikroskop liefert neue Überraschungen in 20-facher Vergrößerung. Die Beinchen ganz groß, oder? Ja. Und auch die Körperbehaarung kann man sehen. Es sind lauter so kleine Härchen auf dem Körper, gell? Alle Einheiten sind dem Lehrplan Bayerische Schulen angepasst. Das ist voll spannend. Also das kann gar nicht langweilig werden. Vom Labor geht es hinüber in die Fischzucht. Im Bruthaus lernen die Schüler, wie empfindlich Forellen, Nasen, Eschen oder Huchen sind und was alles zu tun ist, um sie vor dem Aussterben zu retten. Und über die Wunder, die die Natur sich für heranwachsende Fische ausgedacht hat. Ein Schultag im Fischereihof Salgen, der lange im Gedächtnis bleibt. Genau, die Augen.